Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Guild Wars 2. So, ich habe jetzt meinen Charakter mal ein bisschen überarbeitet. Garderobe sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe hier mal die ganzen aktuellen Rüstungen geholt. Also, jetzt sieht man auch schon generell von den Werten, das sieht schon relativ besser aus. Hier, das neue Großschwert habe ich mir geholt und das neue Zander und die neue Fackel. Haben wir halt irgendein. Komm. Gönnen wir uns jetzt mal hier schon mal ein paar Waffenskins. Wie sieht das Dampfzepter? Nee, danke. Ich habe einen Löwenstein getroffen. Die Stadt wird. Nee, muss auch nicht. Boah, das orientische Zepter auf jeden Fall sieht geil aus. Ja. Oder wie? Gut. Sehr schön. Mal ein bisschen was kreativ umgearbeitet. Und ich habe dann jetzt hier mal generell noch die Zusatzskills hier ein bisschen verändert. Und zwar habe ich hier die Spiegelbilder. Wir rufen zwei Klone herbei, die unseren Gegner angreifen. Dann die Illusion herbei, die Verbündete in der Nähe. Illusion der Verteidigung verleiht, wenn sie angreifen. Dann diesen arkanen Diebstahl. Wir nehmen drei negative Zustände, schicken ihn auf den Gegner und stellen drei positive Segen. Und dann noch den Waldhund herbeirufen. Das zeige ich mal gerade. Pfiffi. Ja, das ist hier Pfiffi. Ja, hallo, ja, wie geht's denn dir? Ja, okay. Wir machen jetzt aber auch mal weiter mit der neuen Story-Part. Und zwar von Stufe 20. Wie das Leben so spielt. Wir haben in der letzten Folge einen neuen Namen kennengelernt. Von diesem Drachen. Und zwar ist das anscheinend ein Altdrache mit dem Namen Zaitan. Ich glaube, den Namen sollten wir dann doch nochmal merken. Es tut gut, euch wieder im Hain zu sehen. Wer ist denn das? Seid gegrüßt. Ich möchte, dass ihr Traherne kennenlernt, einen weiteren Erstgeborenen. Nur wenige Erstgeborene werden auf wilde Jagden gerufen. Ich hörte diesen Ruf. Und Traherne auch. Ich glaube, er trägt die schwerste Bürde von uns allen. Schwerer als der Kampf gegen einen Altdrachen? Unsere Aufgabe ist greifbar, wenn auch gefährlich. Seine ist flüchtig. Vielleicht gibt es gar keine Lösung. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Aber ich fürchte, für eine richtige Begrüßung ist keine Zeit. Es gibt Dringenderes zu erledigen. Kurz vor eurer Ankunft haben wir von drei Angriffen des Albtraumhofs erfahren. Ich kann bei einem aushelfen, Traherne bei einem anderen. Ich übernehme den dritten. Wo findet er statt? Thaliasdorf, ein Außenposten der Hainhüter, wird belagert. Begebt euch schnellstmöglich dorthin und leistet Unterstützung. Noch eine Warnung, bevor ihr geht. Auf dem Weg zum Hain habe ich das Gerücht gehört, der Albtraumhof suche irgendeinen Vorboten. Sie sind entschlossen, ihn zu finden, was er auch sein mag. Und schon allein deswegen müssen wir das verhindern. Verstehe. Ich mache mich gleich auf den Weg nach Thaliasdorf. Okay. Der Albtraumhof sucht nach einem Vorboten? Wo müssen wir denn da hin? Oh, hier oben. Können wir ja von hier aus reingehen? So, dann schauen wir mal, was da jetzt los ist. Räumen da mal Notfall was auf. Dann kriegen wir schon eine Schaukel, das Kind. Ja, hier sind die Aufgaben, sind jetzt auch ein Witz. Mittlerweile. Aber ja. So, auf jeden Fall. Ich könnte jetzt auch eigentlich schauen. Nee, das. Ich glaube, der findet heute nicht statt. Oder heute nicht mehr. Und ich habe die Abbiegung verpasst. Seid ihr auch irgendeiner online? Nö. Zumindest nicht sichtbar online. Wie das Leben so spielt. Dann schauen wir mal, was hier so geht. Verteidigt das Thaliasdorf gegen den Albtraumhof? Oh, da sind sie schon. Hier, friss.
Ebenso. Ja, der Schaden hält sich immer noch in Grenzen, das sieht man. Wie gesagt, der Schaden kommt wirklich erst später dann mit Stufe 80 anscheinend. Aber erstmal hier aufräumen, das geht ja gar nicht an. So, und das ist geschafft. Wer seid ihr? Noch so ein Mörder? Beruhigt euch, ich bin auf eurer Seite. Wer seid ihr und was geht vor sich? Mein Name ist Merrick. Die Hainhüter haben mich aufgenommen. Sie fanden mich verletzt im Wald. Ich war hier, als der Außenposten angegriffen wurde. Die Hainhüter sagten, diese Angreifer nennen sich Albtraumhof. Sie haben das Lager in Brand gesteckt und jeden getötet, der ihnen in den Weg kam. Wir sind in der Unterzahl, werden belagert und die meisten Wachen sind verwundet. Ich bin alles, was von der Abwehr noch übrig ist. Lasst mich an eurer Seite kämpfen, Melek. Ich kenne den Albtraumhof und ich werde mit Freuden die Waffen gegen ihn erheben. Ich muss euch vertrauen, ich habe keine andere Wahl. Aber ich warne euch, die Hainhüter stehen unter meinem Schutz und ich werde nicht zulassen, dass ihnen ein Leid zugefügt wird. Helft mir, diese Widerlinge zurückzuschlagen. Schnell! Wir müssen die Feuer löschen, bevor sie auf den Wald übergreifen. Ich entschuldige mich gerade für diese Störgeräusche, wenn sie aufgenommen wurden. Mir ist mein Headset gerade runtergefallen. Ja, das ist jetzt erstmal für euch. Testen wir mal den neuen Spell aus. Klone. Einmal heilen. Und 4. Ja, du gehst jetzt auch noch drauf. Komm, wir aktivieren jetzt einfach mal hier aus Juxplauderei den einfachen Wetzstein. Und geht es. Okay. Lebt die gefallenen Hainhüter wieder. Da sind wir schon mal wieder in der leicht in der Überzahl. Rup. Ja, du bist mächtig. Wer wird. Ich habe dich noch nicht hingerufen. Hat auch keine verdient. Wie können wir das Feuer hier löschen? Oh, der Hund, der haut rein. Der haut richtig rein. Hier nochmal wieder beleben. Ach, hier sind Wassereimer. Das ist alles, was wir retten. Wundervoll, Feuerblech. Ja, jo, das hätte ich auch vorher wissen müssen. Feuer gelöscht. Und auch hier. Feuer gelöscht. Jetzt wird sich der Außenposten wohl erholen. Euer simples Gemüt wird wahren Schrecken erfahren. Und jetzt nur noch hier den Altraum hochstecken. Hier kommt der Mittelfinger und der haut euch in die Fresse. Alles kein Ding. Ihr sterbt durch meine Hand. Hä? Ach, jetzt kommen sie von hinten, oder was? Das hat perfekt geklappt. Das ist sehr schön. Wir kriegen mal den hier ab. Ja, wie? Das läuft ja echt sehr gut gerade. Ach, da ist ein Veteran.
Und das hat wohl der letzte. Das wollte ich. Ja, das ist sehr schön, dass wir jetzt sterben können. Danke für die Erlaubnis, aber ich sag mal so, meh. Malek ist da. Glaubst du uns jetzt, dass wir dir helfen wollen? Ihr kämpft gut, Fremdling. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr vergebt mir mein anfängliches Misstrauen. In der Hitze des Gefechts ist das doch mehr als verständlich. Wisst ihr, wieso der Albtraum Hof hier war? Es ist sonst nicht ihre Art, die Hainhüter offen anzugreifen. Wie es aussieht, wollten sie mich. Ich weiß nicht warum. Ich habe noch nie einen von ihnen getroffen und ich bin mit Sicherheit nicht ihr Freund. Sie nannten mich immer wieder den Vorboten. Als ich mich weigerte, nahmen sie Geiseln. Sie drohten ihnen etwas anzutun, wenn ich mich nicht ergebe. Ich wollte mich ergeben, aber Hauptmann Banya weigerte sich, das zu erlauben. Ich sei ein Zivilist, sagte sie, und die Geiseln seien Hainhüter. Ich sagte ihr, sie sei eine Närrin. Und nun ist sie auch fort. Was auch immer der Albtraumhof mit euch vorhat, ich kann euch versichern, es ist nicht angenehm. Kommt mit mir zurück in den Hain, dort seid ihr sicher. Der Hain? Ist das die Heimat eures Volkes? Mein Volk? Ihr Mann, die Silvari. Melek, kennt ihr denn den Hain nicht? Nein, ich bin nicht aus dieser Gegend. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber ich werde die Hainhüter nicht im Stich lassen. Ich werde mit euch kommen, wenn sie in Sicherheit sind und der Albtraumhof gestraft wurde. Die Höflinge meinten, sie seien unterwegs nach Freudentod. Freudentod? Klingt irgendwie nach Schluss mit lustig. Wir sehen uns dort. Okay, dann müssten wir uns, glaube ich, auch mal nach Freudentod begeben und wir bekommen einen Herzcontainer. Nicht was beiseite. Ich nehme mal wirklich das Rubinherz. Ah ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe mir mal auch mal so Ausrüstungskisten mit 18 Plätzen geholt. Das ist mal ein bisschen mehr. Das rüste ich aus. Das kann verkauft werden. So. Starke Magie-Maske. Das ist besser. Die sind auch besser. Das ist sowieso besser. Und wir gehen jetzt mal raus und schauen mal, wo wir zu diesen Freunden wohnen. Der Toter kommen oder wie auch immer. Und der ist ganz da oben im noch nicht erkundeten Gebiet. Hier ist der ist wirklich in einem komplett neuen Gebiet sogar schon. Interessant. Wir hauen zum ersten Mal aus dem Kaledonwald. Es ist schön, euch zu sehen. Wartet mal. Ja, das hast du sehr schön gemacht, Josh. Ich bin stolz auf dich. Ne, den habe ich anscheinend verpasst. Wenn hier ein Banner war, dann war hier... okay. Die Banner nehmen wir uns nochmal mit. Dann haben wir anscheinend... Habe ich gerade anscheinend den Dschungelwurm verpasst. Das ist schade. So, ein bisschen Erfahrung wäre nicht schlecht gewesen. Und Loot. Und wo renne ich hier jetzt eigentlich gerade rum? Ich bin eigentlich gerade total verplant. Kann das sein? Ja, okay, wann bin ich mal nicht verplant? Ich weiß jetzt. Junge, das könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen. Ja, ich weiß, ich bin Fame YouTuber, ich hab YouTube Money. Aber jetzt ist doch mal gut hier. Komm. Wo ich mich schon wieder tarnen hatte, ich bin nicht wieder von den ganzen Fanboys verfolgt werde. Ja, ich hab nur Fanboys, keine Fangirls, ich hab Fanboys. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Gut, aber auf jeden Fall hier ist mein Wegpunkt. Und wir begeben uns dann zum ersten Mal in die Brisbane-Wildnis. Ich bin gerade am überlegen, welches Gebiet das war. Oh, ich weiß, welches das war, Juhu. Bist du
Das ist ein richtig tolles Gebiet. Total Premium. Gut. Wie gesagt, ich klopfe einfach nur die Story ab. Eine unbekannte Seele. Oh nein, meine Grafikkarte ist nicht tot. Das sieht so aus. Gut, dann schauen wir doch mal jetzt hier, was Malik zu sagen hat. Die Carstenkammer. Was ist denn mit Carston los? Kennst du? Nein, nein. Sagt mir, was ihr. So. Ah, ihr lasst euch also doch noch blicken. Verratet mir mal was. Diese Höflinge, kommen die aus dem gleichen Hain wie ihr? Wir sind alle Silvari, Malik, aber sie gehören zum Albtraum. Ich gehöre zum Traum. Kennt ihr den Unterschied nicht? Nein, ich habe von keinem der beiden je gehört. Ihr erinnert euch doch an den blassen Baum, oder? Nein. Hört mal, wir müssen die Hainhüter nach Falias zurückholen. Hier ist der Plan. Wir schleichen uns rein und holen die Dorfbewohner heimlich raus. Dann Rache. Super Plan. Ihr seid merkwürdig, Malik. Aber euer Stil gefällt mir. Gehen wir. Das ist der beste Plan, den ich je gehört habe. Reingehen, Verkleidung tragen, Leute rausholen, sobald sie sie nicht mehr weggehen. Hallo. Ich brauche mal ein bisschen Freiraum. Danke. Ah, manche vergessen mich wohl zu heilen. Das hat sicher wehgetan. Ah, das könnte problematisch werden. Das sieht gerade nicht gut aus, aber wir haben es geschafft. Sehr schön, einfach kurz generieren. Was? Wie habe ich das? Was? Hä? Muss ich das gerade nicht verstehen, oder? Die neuen Konvertiten. Wie lange gebt ihr ihnen? Nicht lange. Die Ritterin der Glut soll schlecht gelaunt zu ihnen unterwegs sein. Findet die gefangenen Wächter also. Da sind empfindliche Pflänzchen. Die Ritterin der Glut hat ihn flach gelegt. Sie werden uns frühstens. Ja, okay. Was war das jetzt? Ich schicke diese Narren los, um mir den Vorboten zu bringen. Und sie kommen zurück mit einem Haufen heulender Hainhüter. Jämmerlich. Ihr da. Ihr seid neu. Könnt ihr Befehle befolgen, Höfling? Ich? Ja, kann ich. Zu Diensten. Also übernehmt ihr das Kommando. Bringt diese elenden Hainhüter zum Reden. Auf welche Art auch immer. Tut ihnen so weh, dass der blasse Baum selbst es spürt. Sie werden mir verraten, wo wir den Vorboten finden. Oder sie werden mit ihren Todesqualen den Albtraum nähren. Ritterin, darf ich was fragen? Was ist ein Vorbote? Er ist der Untergang des blassen Baums und der Retter des Albtraums. Er ist meine dunkle Jagd. Wenn ich ihn finde, wird alles klar. Geht jetzt! Also ich muss da ganz ehrlich sagen. Geht voran, Höfling. Victor, wir haben es begonnen, wir beenden. Diese, Das könnte das unsere einzige Flucht gewesen sein. Diese Ritterin der Glut gerade. Die fand ich vom Model her und Kleidungsstil und so weiter richtig geil. Der hat mir, oder die eher gesagt, mir gefallen. Komm, Fuffi, hilf mal. Ja, die waren ja wirklich so vom Design richtig geil gemacht. Ja, Fuffi klärt das hier. Fuffi ist. Schafft die Hainhüter hier raus!
Ja, wir müssen aufräumen, ich sehe schon. Und ich habe da irgendwie ein Gefühl, dass wir auch gleich gegen die Leute alles mit der Glut kämpfen müssen. Ich sehe das echt schon kommen. Hilft den Verwundeten. Bleibt dicht beisammen. Nehmt alle Waffen an euch, die ihr findet. Habt Dank, Malik. Und ihr auch, unbekannter Schutzengel. Wir müssen einfach nur alle wegklatschen hier und dann in Sicherheit bringen, schätze ich mal. So. Auch schön. Also ich werde noch jetzt dieses Mal nach den Aufnahmen schauen, dass ich noch so ein paar Folianten des Wissens farme. Weil das hat ja dann echt schon ganz gut weitergeholfen. Lob. Lob, lob, lob. Alles wird zerflucht. Also ich weiß nicht, Mesmer ist irgendwie nicht so wirklich meine Charakterklasse, finde ich. Mache ich einmal, damit ich hier auch die Erfolge bekomme und so weiter. Vielleicht machen wir demnächst mal den Kommanden. So. Keine Sorge, Mädels, wir sind gleich in Sicherheit. Ich knüppel euch hier raus. Das wäre doch eine geniale Begegnung. Flop, 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 flop. Sehr schön. Ups. Ah, das hätte schief gehen können. Sehr schön. Und wir hauen hier ab. Und ich glaube. Leidet und sterbt. Ich bin die französische Nöte oder hab was im Arsch. Ey, nee, sorry, sowas finde ich immer zum Kotzen, wenn er einfach so übertrieben, ich sag mal, weiblich, wo man sich so denkt, das würde so keine Frau sagen. Und auch kein Homosexueller. Das finde ich dann einfach nur zum Kotzen. Wir sind schon weit genug gegangen. Wir können anhalten. Und? Ich verdanke diesen Hainhütern mein Leben. Ihr habt euch selbst in Gefahr begeben, um meine Freunde zu retten, obwohl ihr sie nie zuvor gesehen hattet. Warum? Weil wir alle Silvari sind. Wir alle folgen dem Traum. Spürt ihr denn nicht, wie wir verwoben sind? Nein. Spüren? Nein, gar nichts. Nur ein tiefes Gefühl der Trennung und des Verlustes. Ihr wart zu lange vom blassen Baum fort, das ist alles. Wenn ihr zurückkehrt, wird die Baummutter euer verlorenes Gedächtnis heilen. Kommt mit mir in den Hain, ihr werdet schon sehen. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich möchte mehr über diesen Traum hören. Wenn eure Freunde mir helfen können, werde ich mich gern mit ihnen treffen. Geht nach Süden zu dem großen Baum an der Küste. Dort treffe ich euch. Wir werden diesem Geheimnis auf den Grund gehen, das verspreche ich euch. Ich schulde euch so viel. Gut, damit war es das auch in dieser Folge schon. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir dann, schätze mal wieder am Hain. Ja, wenn wir hier wieder am Hain sind. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Nein, war. Ich will nicht mit Skript reden. Wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.